Ein Gangster-Rapper zockt ab. Unsere Schweinerei der Woche geht diesmal an einen Promi. Ist einfach ein ganz kleiner, armseliger Typ für mich. Abgemahnt und abgezockt. Die fragwürdigen Methoden von Rapper Bushido. Du brauchst mich gar nicht fragen. Ganz einfach, kein Kommentar. Das Problem ist, kein Kommentar. Wie ein unbedachtes Wort im Internet die Existenz einer jungen Frau bedroht. Ich habe nicht so viel Geld, ich habe nicht so viele Anwälte. Moment. Der Rapper versteckt sich hinter Bodyguards und Anwälten. Ich finde das eine Riesenschweinerei, dass er von mir so viel Geld haben will. Erfurt, der Stadtteil Roter Berg, ein sogenanntes Problemviertel, eines, wie es Bushido gerne besingt. Kannst du das Ghetto sehen, kannst du es sehen? Kannst du im Ghetto sehen, wie alles verkommt, denn sie hat alles verloren. Kannst du die Tränen sehen, kannst du sie sehen? Sie würde nur zu gern dem Alltag entkommen, sie wartet auf viele Chancen. Kannst du das Ghetto sehen, kannst du... Wer hier wohnt, hat meist wenig Geld, auch die 21-jährige Cindy. Ihr Job in einem Schnellimbiss bringt ihr nur knapp 700 Euro netto im Monat. Und so muss die junge Frau überall sparen. Sie gönnt sich kaum etwas. Die Möbel in ihrer kleinen Wohnung stammen vom Sperrmüll. Um besser über die Runden zu kommen, verkauft Cindy hin und wieder ihre alten Klamotten im Internet. Auch diesen 10 Jahre alten Kapuzenpullover wollte sie bei einem Online-Auktionshaus zu Geld machen. Für ein Startgebot von 1 Euro stellt die 21-Jährige ihr Angebot ins Netz. Und dann lief er erstmal 8 Tage gut und dann wurde er einfach so rausgenommen von eBay. Ohne Vorwarnung und ja, habe ich gedacht, naja, vielleicht, oder nicht keine Klicks hatte oder so, keine Beobachter, dass er vielleicht zu uninteressant wäre. Um den Klamottenstil besser zu beschreiben, bringt Cindy Bushido ins Spiel und schreibt Pullover Hip-Hop-Style und setzt Bushidos Namen als Erläuterung dazu. Eine verhängnisvolle Angabe. Ich habe mir so gedacht, dadurch, dass der Pullover so Hip-Hop-Style ist, dass ich mit dem Namen Bushido eigentlich noch ein paar mehr Klicks von den eBay-Usern bekommen würde, weil ja doch viele Fans vielleicht dann bei eBay was kaufen wollen von ihm. Ich habe mir so gedacht, naja, dann kommen sie vielleicht auch auf mein Angebot zurück. Doch auf das Angebot melden sich nur Bushidos Anwälte. Sie haben die Löschung der Pullover-Auktion durchgesetzt und Cindy eine Abmahnung geschickt. Ich war natürlich ganz erschrocken, Brief aufgemacht und habe da gelesen, dass der Anwalt Bushido halt vertritt und dass Bushido sich von mir wirtschaftlich geschädigt fühlt. Ach so, der Plattenmillionär fühlt sich von Cindy aus Erfurt geschädigt. Das Problem, den Namen Bushido hat sich der Rapper als Marke rechtlich schützen lassen. Das war Cindy nicht bewusst. Pech. In ihrem Schreiben fordern Bushidos Anwälte 250 Euro von ihr. Und wenn sie nicht fristgerecht bezahlt, fordern sie zusätzlich zur Abmahngebühr auch noch Rechtsanwalts- und Mahnkosten. Der Gesamtbetrag würde dann auf bis zu 1.700 Euro steigen. Ich hoffe aber nicht, dass Bushido finanziell damit durchkommt, weil ich mir weder 250 Euro Pauschalstrafe leisten kann, noch die 1.700 noch was Euro an Anwaltsgebühren. Cindy ist kein Einzelfall. Rechtsanwalt Alexander Wachs vertritt insgesamt rund 80 Mandanten, die wegen des Begriffs Bushido abgemahnt wurden. Es besteht grundsätzlich ein juristischer Anspruch auf Unterlassung. Moralisch denke ich aber, dass diese Forderungen, die dann damit geltend gemacht werden, in vielen Fällen nicht einer Verhältnismäßigkeitsprüfung standhalten würden. Das heißt, sie sind einfach viel zu teuer. Und verhältnismäßig teuer oder gar reine Abzocke? Sollte es zur Gerichtsverhandlung kommen, setzten Bushidos Anwälte sogar einen Streitwert von 40.000 Euro an. Komisch, Bushido betont gerne seine kriminelle Vergangenheit. Doch wenn es um das eigene Geld geht, pocht der selbsternannte Rebell auf die starke Hand des Gesetzes. Ich finde es eine riesige Schweinerei. Also das ist pure Abzocke. Ist einfach ein ganz kleiner, armseliger Typ für mich. Frankfurt am Main. Hier stellt Bushido sein Buch vor. Cindy und unser Reporter sind auch da. Gemeinsam wollen sie Bushido den Preis für die Schweinerei der Woche übergeben. Die Biografie des Rappers ist ein Bestseller. Über 120.000 Mal hat sich das Buch schon verkauft. Die Geschichte vom kleinen Drogenhändler, der zum Erfolgsmusiker wurde, beschert Bushido wieder mal satte Einnahmen. Doch vor seinen meist jungen Fans gibt der Großverdiener den Bescheidenen. Geld, so die Aussage, ist doch nicht alles. 99 ungefähr habe ich angefangen. Mein Erfolg, der bringt mich nicht dazu, dass ich stehen bleibe, dass ich mich hinsetze und sage, Mann, ich bin so geil, ich habe so eine Eier und ich
bin erfolgreich und ich kann machen, was ich will und so. Das, ich bin nicht so ein Typ, weil meine Mutter und auch meine Freunde sind ein gutes Beispiel dafür, dass Bescheidenheit eine sehr große Tugend ist. Bushido bescheiden? Als Cindy das hört, platzt ihr der Kragen. Dann würde ich über die Theke springen und den mal einfach packen. Aber ich glaube, da würde ich Ärger mit denen da hinten kriegen. Denn von Kritik an ihrem Star wollen die Fans nichts wissen. Bei der Autogrammstunde ergibt sich für Cindy und unseren Reporter endlich die Gelegenheit, Bushido zur Rede zu stellen. Wir haben eine Frage an dich. Das ist Cindy. Cindy kommt aus Erfurt. Hi. Cindy hat ein kleines Problem mit dir. Sie hat ein bisschen Ärger mit dir. Und zwar hat Cindy bei eBay eine Jacke, ein Pullover versteigert und hat deinen Namen dazu geschrieben. Und jetzt hat Cindy Post von ihrem Anwalt, von deinem Anwalt bekommen. Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, darüber brauchst du mich gar nicht fragen. Ganz ehrlich, kein Kommentar. Komm ich denn sonst persönlich zu dir? Aber das Problem, also, ich gebe keinen Kommentar. Okay, aber das ist doch, du musst doch mit uns wenigstens reden. Ich muss mit dir gar nicht reden. Du hast vor 2 Minuten gesagt, ja, Moment, du hast vor... Warum? Wenn du hierher kommst, ja, das ist eine ganz normale rechtliche Sache. Und du willst eine Story draus machen, ganz ehrlich, dann habe ich keinen Respekt vor ihr. Und du nimmst Cindy aus Erfurt als Aufhänger für deine scheiß Story? Cindy aus Erfurt kann auch mit mir persönlich reden oder sich bei meinem Anwalt melden. Wie kann sie sich bei dir persönlich melden? Das erkläre ich dir dann irgendwann persönlich. Dankeschön. Wir müssen jetzt hier weitermachen mit Autogramm. Tut mir leid. Schau, wir haben für dich die Schweinerei. Moment, bitte. Wir haben, Bushido, für dich die Schweinerei der Woche. Das ist es uns wert. Entschuldigung, bitte. Nein, Entschuldigung jetzt. Ne? Halt. Stell sie dir hin, ist vielleicht ein Preis, den nur... Ja, danke. Danke. Denk mal drüber nach. Ja. Sie ist echt, sie verdient ein paar hundert Euro im Monat, hat von denen eine Klage über 40.000 Euro im Hals. Hallo. Die Leibwächter beenden das Gespräch auf ihre Weise, Cindy entgegenzukommen. Dazu ist Bushido nicht bereit, bis heute. Bist du enttäuscht? Ja, schon ein bisschen, aber ich habe ja damit gerechnet letztendlich, ne? Dass er zu uns nicht stellen will, dass er es einfach ins Lächerliche zieht und keinen Kommentar abgeben will. Weil im Endeffekt will ich dich schon gerne beim Abzocken erwischen. Ihr seid ein Haufen Opfer, das man gerade frisch ausgekotzt hat. Scheißegal, wie viel Geld ich schon verdient hab. Ich bin für immer dieser Junge, der gedealt hat. Opfer Cindy hat jetzt Angst vor dem Ruin. Die Erfurterin hatte gehofft, Bushido würde mit sich reden lassen. Doch der Gangster-Rapper, der in Liedern Recht und Gesetz lächerlich macht, pfeift seine Anwälte nicht zurück. Schließlich geht's ja um sein eigenes Geld. Er hatte viele Fans und meinte, er kam aus dem Ghetto. Er wurde reich und im Monat 100.000 netto. Jede Wette, ja, er hätte jede Frau bekommen. Alle Preise, ja, im Business hat er mitgenommen. Er wurde geizig und machte sich sehr viele Feinde. Viel zu arrogant, was nützen ihm die ganzen Scheine? Seine Freunde liefen weg und jetzt sieht man sein Gesicht. Sein Charakter war sehr hässlich, viele ließen ihn im Stich. Jeder seiner Freunde wurde zu einem potenziellen Feind. Er wurde einsam, lebt in seiner Existenz allein. In seiner Scheinwelt, Lügen wurden akzeptiert. Er kennt die Straße nicht, die Jugend wurde vorgeführt. Zieh dir die Geschichte rein, Tod deines Popstars. Rotes Blut und es strömt aus dem Opfer. Es ist die Schlagzeile, sag sie deinen Freunden weiter. An der Skyline müssen manchmal Träume scheitern. Zieh dir die Geschichte rein, Tod deines Popstars. Rotes Blut und es strömt aus dem Opfer. Es ist die Schlagzeile, sag sie deinen Freunden weiter. An der Skyline müssen manchmal Träume scheitern. Ja, das Business ist sehr hart geworden, Attacken aus dem Hinterhalt. Laber keine Scheiße, denn Kanaken bleiben immer kalt. Messerstechereien, Schüsse aus dem Hinterhalt. Kicks von der Bühne, jeder regelt alles mit dem Bein. Es ist die Nacht aller Nächte, 100.000 Fans. 100.000 Fans sind betrunken auf der Jam. Ja, sie jubeln dir zu, denn du bist ihr Vorbild. Du läufst auf die Bühne und es schreit dein ganzer Chor mit. Du bist am Rappen, die Routine hat dich kalt gemacht. Wo ist deine Power hin? Du hast sehr lang drüber nachgedacht. Siehst du deine Crew? Sind das wirklich deine wahren Freunde? Wo sind deine Brüder hin? Am Abend hast du Albträume. Deine alten Freunde hast du in den Wind geschossen. Für den Ruhm hättest du sogar auch ein Kind erschossen.